Ach, das seid ihr ja. Genau passend zur ersten Folge Let's Play 7 Days to Die Folge 1 der Staffel 1 auf meinem Kanal. Ja, ich habe das Spiel schon mal hochgeladen. Das ist so ein Stundenvideo. Es geht mal jetzt oben rechts in die auf. Dort habe ich mal die Play, sag ich schon, das Video mal ganz oben hinzugefügt. Das würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischauen würdet. Das ist so ein Stundenvideo, war auch mehr so ein Special-Video für Weihnachten, war das, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Könnt ihr mal reinschauen. Und ja, ich habe jetzt mal eine ganz frische Map hier generiert mit unseren Anfangssachen. Und wir haben ja oben rechts eine Quest, nämlich wir müssen einen Schlafplatz fertigen. Jetzt muss ich mich mal selber mal orientieren, wie ich was mache. Fertigung. Ja, okay, da brauche ich ja da... Irgendwie so Fasern war das. Was ich da brauche. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich da brauche. Ich schlage einfach mal ein paar Pflanzen tot. Das mache ich übrigens auch immer. Heutzutage benutzt man ja keinen Rasen mehr. Kein Rasen mehr. So. Sieht irgendwie komisch an, aber okay. Stein. Nein, ich wollte es doch mitnehmen. Oh, nee. Boah, die Musik da im Hintergrund die ganze Zeit. Ein Reifen, okay. Genau. Ich bin hier dezent gerade verwirrt, weil ich habe das Spiel auch schon länger nicht mehr gespielt. Und ja, die ganze Staffel 1 auf meinem Kanal wird auf Singleplayer sein und die Staffel 2 wird gegebenenfalls ein Multiplayer-Projekt dann sein, wo ich dann vielleicht mit Rollweight Engineer zusammenspiele. Komm, bleib mal stehen, Hasi! 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 Boah, hast du Glück. Hast du echt Glück gehabt. Muss ich echt einen Schlafsack platzieren, okay. Gibt es eine andere Möglichkeit, ins Inventar zu kommen? Ich habe ja nichts an. Was für ein Scheiß. So. Ich platziere das jetzt einmal hier und nehme es einfach mal wieder mit. Holz sammeln. 2, okay. Ich werde auch mal Ausschau halten nach einer Stadt. Denn ich habe keinen Bock, ein Haus komplett von selber zu bauen. Ja, ich nehme mal die andere Richtung. Weil da schleicht nämlich ein Zombie herum. Ja, ich möchte gerne zur Stadt gehen, weil das sind ja Häuser und ich möchte kein Haus selber bauen. Das Stunden dauert. Wie gesagt, schaut mal das Stundenvideo an. Oben rechts befindet sich ein I. Aha. Ah, Stein, geil. Brauche ich aber nicht, ich brauche Holz. Wo kriege ich Holz her? Ich muss vielleicht mal Ausschau halten nach Holz. Haben wir hier so kleine Büsche oder so, die wir zerschlagen können? Dich zum Beispiel? Eine Steinaxt sollen wir fertigen. Okay, das kriegen wir hin. Hier. Fertigen. Mhm. Eine Pflanzenfaserhose und ein Pflanzenfaserhemd. Das krieg mal hin. Na, farm ich mal ein bisschen mehr. Ja, ist schon gut. Reicht das? Einmal eine Hose. Ein Hemd. Ich möchte noch mehr machen. Wie wär's denn noch mit Sch... Na! Ah. So, wie wär's denn noch mit... ein paar Schuhen? Vielleicht mit einem Hut. Auch ganz schön. So, die Hose. Wo kommst du hin? Hier? Den Hut. Hemd, keine Ahnung. Da. Toll, jetzt habe ich wieder Handschuhe gemacht und keine Schuhe.
Das ist mir bei der beim Stundenvideo auch passiert. Da habe ich einfach das Falsche gemacht. Das da wollte ich eigentlich. Fertig. So. Holz sammeln 5. Ja, Halleluja. Das kann ja heiter werden. Okay, 3 haben wir schon. Wow, hör auf zu schreien. Ja. Mach dieses Gebüsch weg, danke. Ein Holzknüppel. Das kriegen wir auch hin. So. Fertigen. Oh Gott, sollen wir auch noch eine Feder sammeln? Ach du Heilige, wo kriegen wir jetzt noch eine Feder her? Wahrscheinlich von irgendeinem Nest. Die liegen ja irgendwo herum. Ach du Heilige, die Musik im Hintergrund. Okay, da streuen dann wieder ein Zombie da hinten rum. Irgendwie erinnert mich das an The Walking Dead irgendwie. Mit den ganzen Zombies und so. Ne, sind die wir. Bleib weg. Ach, da bist du. Du, ich geh schon. Danke. Kümmere dich nicht um mich. Ich bin schon weg. Da ist eine Stadt, glaube ich. Zumindest ein Gebäude. Da gucken wir uns gleich an. Erstmal brauchen wir Holz. Und eine Feder. Ja. Ich habe doch noch einen Holzknüppel gemacht. Warum habe ich den nicht schon in meine Inventarleiste reingelegt? Das wäre vielleicht dezent hilfreich gewesen. Boah, doch einfach nur ein Vogelnest. Boah, die Musik, die macht mich so nervös im Hintergrund. Es gibt doch sicherlich eine Tastenkombination, wo ich schneller in mein Inventar reinkomme. Ihr wisst es sicherlich, schreibt es mal in die Kommentare. Ich brauche doch einfach nur ein Vogelnest mit einer Feder. Ja, da streunert schon einer hier rum hier, das ist... Ich hatte schon Hoffnung, dass es ein Nest ist, aber... Ne Feder... Ich habe das Gefühl, im Spiel findet man nie das... Nutze nicht mal einen Knüppel, der geht nämlich kaputt. Den brauche ich noch. Das, was man wirklich braucht. Aha. Federn! Geil, jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen Holz. Das kriegen wir auch ganz schnell hin. So. Psst, schrei doch nicht so rum hier. Blei, auch schön. Das ist sicherlich auch irgendwann ein Strauch, wo ich... Hier. Ein Bogen und ein Pfeil muss ich machen. Na dann, fertig. Fertigen. Zwischenzeit gehe ich mal vielleicht mal ins Haus rein. Auch wenn es jetzt sehr riskant ist für den Anfang. Nee, ich gehe lieber. Bleib fürs Erste erstmal schön weg. Ist, glaube ich, auch gut so. Okay, was müssen wir jetzt als Nächstes machen? Holz sammeln, ja klar. Logisch. Nehmen wir die Drecksarbeit, darf ich machen. Komm, ein Holz baue ich noch. Ein Büschchen, komm. Komm schon. Nur ein Büschchen hier. Ja. Holzrahmen machen. Den Holzrahmen muss ich verbessern. Na toll. Fertigen. Da war's. Das setzen wir jetzt einfach mal willkürlich hier hin. Ja,
hier jemand rumschlawinern. Ah, da hinten, okay. Nein, soll ich das wieder eingesammelt? Das will ich ja gar nicht. Wie geht denn das nochmal mit der Axt, glaube ich, oder? Der da hinten soll schön weit wegbleiben. Die Axt. Muss ich einen kleinen Stein sammeln, na toll. Na, was geht? Ich dachte, der war schon bereits tot. Oh, bleib da mal ruhig liegen. Kleine Steine muss ich sammeln, und zwar 5. Na toll. Geh ich jetzt auf der Schnelle noch Steine her. Ich hab keinen Bock hier, um die Gegend herumzulaufen, wo die ganzen Zombies hier rumschlawinern. Und ich habe auch eine Ausdauer hier von einer Fliege. So. Ein Stein müssen wir noch. Da! Stein! Ein Lagerfeuer machen und platzieren, ja nichts leichter als das. Dann haben wir, glaube ich, so die Anfangsquest-Dinger erledigt, würde ich mal sagen. Ey, du siehst nicht so ganz gesund aus. Hat es dir schon mal jemand gesagt? Du siehst echt nicht gesund aus. Was hast denn du gemacht? Der ist ja gelb. Okay. Fühle ich mich richtig unwohl. Vor allem die Musik hier, die sorgt dafür, dass ich mich unwohl fühle. Was, ich mache das Lagerfeuer jetzt einfach mal hier hin. Okay, jetzt müssen wir zum Händler gehen. Na toll, ich kann es nicht mehr einsammeln, oder? Ich kann es nur benutzen jetzt. Was für ein Scheiß. Tschüss, war froh, Bekanntschaften zu machen. Ich gehe jetzt. Bye, bye, dann gehen wir auch schnell zum Händler und mal gucken, was der Händler mir so alles anbietet. 1 Kilometer mal vor uns. Ach du Heilige. Ich habe echt keine Ausdauer, es ist echt heftig. Und ich hoffe nicht, dass wir jetzt an so einem wild gewordenen Hund treffen. Oder noch schlimmer, an einem Bär. Gott, der Gedanke schon allein. Da stellen sich schon die Haare auf. Ah, das ist ein harmloser Zombie, okay. Geil, ich bin zu 50% nass, obwohl ich, sag ich mal, komplett im Wasser war. Das ist schon sehr interessant, aber okay. Ich hinterfrag das Spiel nicht. Ja, ist doch gut. Mein Gott, hat der eine Ausdauer. Komm, 800 Meter müssen wir noch irgendwie hinkriegen. Kann nicht wahr sein. Vogelnest! Federn, immer gut. Noch ein Vogelnest, geil. Noch mehr Federn. Ja, ich gehe ja schon. Bleib mal da, Hasi, komm, bleib mal da.
Tut ja nix. Glück gehabt. Hab nur einmal getroffen. Hast echt Glück gehabt. Und dann sind wir, glaube ich, in der Stadt und dann können wir uns ein Häuschen raussuchen, was wir dann gegebenenfalls in der nächsten Folge freimachen werden von Zombies. Beziehungsweise da werden wir die Einwohner dann vertreiben. Und dann werden wir das Haus einfach mal übernehmen oder besetzen, je nachdem, wie man das nennt oder wie man das nennen möchte. Du bist nass. Ja, ist mir schon klar, wenn dass ich im Wasser bin, dass ich dann nass bin. Spiel, das habe ich echt, das hätte ich echt nicht gedacht, aber okay. Dass man vom Wasser nass wird. Ja, pff. Nein, ich will den Schlafsack nicht legen, danke. Ich nehme mal ein bisschen Baumwolle mit. Ich weiß nicht, ob man dadurch ein bisschen bessere Kleidung machen können oder so. Können wir mal gucken. Interessiert mich jetzt. Baumwolle. Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht aus Baumwolle machen. Schade. Und ich sehe schon, dass es langsam Nacht wird. Das ist gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Oh geil, wir sind bald da. 400 Meter noch. Kann man hier was durchsuchen? Nee? Okay, dann nicht. Nest. Sag mal drin, noch mehr Federn. Geil. Ist da hinten ein Gefängnis? Das sieht so aus, als wäre ein Gefängnis, so vom Turm her. Sieht man jetzt gerade nicht, weil die Bäume jetzt davor sind. Na, mal gucken. Da können wir uns dann mal so auch in der nächsten Folge uns mal umschauen. Je nachdem, wie schnell wir das Haus dann freigeräumt bekommen. Die Baumwolle. Boah, die Musik. Ich weiß nicht, ob das bei euch so rüberkommt, aber... Boah, geil. Aber ich will auch so eine Base haben, Händler. Warum hast du mir keine gebaut? Oh, in Sicherheit. Oh, herrlich. Toll, ich darf hier nichts kaputt machen. Was für ein Scheiß. Hallo, na, was geht? Darf ich dein Inventar sehen? Ja, ich habe kein Geld, sorry. Next time, happy travels, Survivor. Ja. Okay, gut, dann würde ich sagen, das war's dann auch für die erste Folge. Falls euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Abo da lassen. In der nächsten Folge suchen wir uns ein Haus aus und machen das von Zombies frei. Und gucken uns dann ein bisschen mehr die Stadt an. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Gefängnis da hinten, oder? Naja, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.